Das sind Rainer und Hendrik. Rainer und Hendrik, die machen etwas ganz Besonderes. Nämlich, sie bringen solche Buchstaben auf Autos zum Beispiel. Ja, ich grüße dich. Wer bist du denn? Ich bin der Rainer Howig. Hallo Rainer. Servus Sven. Ja, und du bist der Hendrik dann? Ich bin der Hendrik, hallo Sven. Ja, und ihr sucht einen netten Kollegen oder eine Kollegin? Richtig. Warum? Damit wir hier mehr bewerkstelligen können. Wir haben so viel Arbeit, dass wir da beide nicht mehr mit klarkommen. Ja, ihr seid ein großer Betrieb. Nee, wir können Schluss machen mit dem Erklärbär, denn das Ganze ist das, was viele Leute gar nicht wissen, wie funktioniert das. Und da können wir jetzt mal ein kurzes Video einblenden. Sowas wird appliziert, das heißt, also das ist so eine Trägerfolie, zeig mal bitte. Die Rückseite ist eine Trägerfolie und man zieht das dann vorsichtig ab. Und ich nehme an, das hast du auf der berufsbildenden Schule in Malstadt gelernt. Ja, so ziemlich, genau. Also im Prinzip, ich bin eigentlich Mediengestalter, ich mache viel am Bildschirm. Aber ich habe mir gedacht, wer was am Bildschirm gestalten kann, kann es nachher auch auf ein Auto kriegen. Und dementsprechend hat sich das so ergeben. Also, ja. So, und das heißt also, obendrauf ist die Trägerfolie. Die Trägerfolie, die hält das nicht so stark wie die Klebefolie, die drunter ist. Und das ist denn der Trick, dass man das gerade draufkriegt. Denn wer jemals probiert hat, die Buchstaben alle einzeln draufzukleben, da kriegt man es nie gerade. Da gibt es aber auch viele Tricks, was man vorher machen soll. All die kriege ich beigebracht. Genau das wäre zu tun. Das heißt, eigentlich entweder Schilder herstellen oder Schilder applizieren. Das heißt, ihr habt auch ganz viele Werbung über zum Beispiel Geschäften und so weiter. Zum Beispiel die Firma Müden Reinigung hat ganz viel bei euch machen lassen. Richtig, genau. Da haben wir ein Werbeschild gemacht, da haben wir Außenbeschriftung gemacht und Innenbeschriftung. So, und ihr habt ganz, ganz, ganz viele Kunden. Die sind im ganzen Saarland. Komm ich abends nach Hause, wenn ich hier bei dir arbeite? Ja, natürlich. Also wir sind zwar schon unterwegs, aber ich sag mal bis St. Louis, maximal St. Wendel. Ist unser Einzugsgebiet. Aus Saarland hauptsächlich. Saarland hauptsächlich, genau. In Frankreich auch schon mal oder eher nicht? Nein, Frankreich noch nicht. Noch nicht, so. Du bist schon wie lange dabei? Ja, ich bin jetzt schon das dritte Jahr dabei. Und ist schlimm oder geht's? Nee, super, super. Warum ist so gut? Ich meine, man ist im Prinzip sein eigener Chef. Sehr kollegial ist es hier. Und wie sagt man so, flache Hierarchien? Wie viele Leute habt ihr insgesamt eigentlich im Team? Zwei. Und noch ein paar Aushilfen, aber mit den Aushilfen können wir uns nicht über Wasser halten. Das ist so, ihr habt wirklich unglaublich viel zu tun. Das Ganze euch gibt es auch schon ewig. Ich glaube, das ist jetzt die wievielte Generation, Druckerhut? Dritte Generation bin ich jetzt. Der Opa hat 47 angefangen, rein mit Druck. Sag mal, das Jahrtausend, das Jahrhundert war 1947. 20. Jahrhundert, ja. 20. Jahrhundert. 1947 ist der Laden gegründet worden. Richtig, korrekt. Krass, und du bist die dritte Generation. Genau. War das immer klar bei dir von Anfang an? Es wurde mir immer so ein bisschen in die Kinderschuhe gelegt und immer drüber geredet. Aber wie ich dann selber hier angefangen habe beim Vater, habe ich gemerkt, dass das doch ein sehr schöner Beruf ist. Ich zeig mal gerade eine absolute Rarität. Die steht hier vorne, die hast du mir gerade eben mal gezeigt. Das ist eine Druckmaschine, eine Einfarben, nehme ich an. Ein Heidelberger Tiegel ist das. Ein Heidelberger Tiegel. Ist der ungefähr so alt wie die Firma? Nein, der ist so in den 60er Jahren gebaut worden. Der funktioniert immer noch? Der funktioniert immer noch. Mach mal an, ich will mal gerade sehen. Okay. Ich gehe mal weit weg, weil das Thema ist natürlich Arbeitsschutz. Das heißt, die legt mal ein und da kann man jetzt eine Perforation zum Beispiel machen. Der zieht die anschließend. So, die druckt aber nicht mehr für euch, ich muss da fairerweise sagen. Ihr macht damit die Perforation jetzt gerade da rein. Richtig. Gedruckt. Genau. Die druckt quasi nicht mehr, die gibt. Macht nur noch Hochdruck, das braucht man für so Perforationen oder für Anstanzungen oder wenn was geprägt werden soll. Dann braucht man so ein Gerät, was halt auf und zu geht und richtig Druck aufs Papier ausübt. Okay, also ich wollte nur mal zeigen, da kommt ihr eigentlich her. Das ist natürlich das große Thema, ist Digitaldruck. Die stehen direkt hier neben. Das sind Druckstraßen, Digitaldruck. Hier vorne steht noch eine Digitaldruckerei. Offset-Druck wird oft in Auftrag gegeben, das ist aber heute State of the Art, machen ganz viele Druckereien. Das heißt, es gibt Dienstleister, die euch das anbieten. Ihr habt das einen Tag später hier zu Preisen, wie man es gar nicht selber machen kann, oder? Richtig, genau. Deswegen machen wir hier nur noch selber den Digitaldruck im Haus. Sachen, die am selben Tag fertig werden müssen, sind da oft dabei. Und das gibt es halt im Internet nicht. Ja, und Sachen, die nicht außer Haus gegeben werden. Das sind so ganz spezielle Raritäten.
wie zum Beispiel spezielle Eintrittskarten, wo man sich zu 1000% sicher sein will, dass es da keine Kopien irgendwie rumliegt. Ja, das gibt hier ganz große Festivals im Saarland, die unter anderem bei dir schon haben Karten drucken lassen. Richtig, genau. Dieser Job, wie nennt man den denn? Ist das ein Ausbildungsberuf? Ist es der Schauwerbegestalter? Oder? Das ist so ein bisschen der Licht- und Schildermacher. Das ist ein bisschen der Mediengestalter, weil wir hier teilweise gestalten, teilweise applizieren auf die Autos. Ihr macht doch die Vorlagen, zum Beispiel die Entwürfe. Was auf die Vorlagen Autos machen wir auch, genau. Und halt auch rausfahren zum Kunden, ein Schaufenster beschriften oder mal ein Schild in 3 Meter Höhe festmachen. Also ein bisschen handwerklich begabt sollte man sein. So, man sollte doch auch schwindelfrei sein. Du warst schon mal auf so einer Leiter drauf? Ja, schon, durchaus. Schon, das ist so. Also es gibt natürlich auch Werkzeuge, die mit dazukommen. Ihr könnt natürlich auch Hebebühnen haben und so weiter. Auch das habt ihr im Einsatz. Oft sind es ja Kunden hier aus der Nähe, die ihr habt. Ja. Zum Beispiel einige auch aus Riedelsberg, glaube ich. Da. Ja, doch. Also ich sag mal, hauptsächlich sind es auch Firmenfahrzeuge, die wir beschildern. Also wir haben halt durchwachsenes Kundengebiet, auch mal Sachen, die ein paar Meter hoch sind. Für die Kolpingbildung habe ich zum Beispiel eine Stele gemacht, die war auch in 2,50 Meter Höhe oder so, aber mit der optimalen Technik funktioniert das ziemlich gut. So, wir reden jetzt nicht über das Thema Höhe und Arbeitsschutz, denn da gibt es eigene Bücher, die habt ihr natürlich alle eingehalten, ist ja klar. Selbstverständlich, das kennst du ja. Aber ihr seid ein kleiner Betrieb, das heißt, also hier kennt jeder jeden, wenn ihr nur zu zweit seid, seid ihr dann zu dritt. Das Ganze, ich sag mal, kann ich das lernen, wenn ich jetzt begabt bin zum Beispiel Mediengestalter oder habe da oder... Das wir oft machen, dass quasi Quereinsteiger kommen, die von uns quasi fertig geschult werden, auf den Rolls-Roller, auf den Plotter, auf den Drucker, was zu machen ist. Also, dass da jemand fertig auf der Welt gibt, der alles hier bedienen kann bei uns, das glaube ich nicht. So, das hast du auch gelernt. Hast du hier die Ausbildung gemacht? Oder? Nee, ich habe in Saarbrücken in einer Werbeagentur gelernt, also im Prinzip Mediengestalter für Digital und Print. Schon viel Werbung gebaut. Im Saarland, kann man sagen. Und, gebaut heißt am Rechner, hast du dir gebaut? Am Rechner gebaut. Allerdings baue ich die Sachen ja jetzt am Rechner und baue sie quasi auf Schilder oder auf Autos drauf. So, ich zeige das mal gerade. Also das hier ist eine Folie. Das ist zum Beispiel so ein Schild. Da wird jetzt gerade die Schutzfolie runtergerissen. Und dann wird appliziert. Normalerweise wird das vielleicht noch entsprechend gereinigt. Normalerweise wird das auch über unseren... den Special-Tisch gemacht. Nochmal, ihr habt jetzt einen Applikator, sehe ich gerade. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr rakeln. Wie? Im Prinzip mit, also ich hätte jetzt für die Aufnahme hätte ich es jetzt mit unserer Spezialflüssigkeit eingezogen. So, ist übrigens nicht so wie das Butterbrot gerade eben auf die falsche Seite gefallen. Richtig, ab und zu brauchen wir ein bisschen Glück im Leben. Genau. Aber kannst du mal kurz zeigen, wobei das hier jetzt eigentlich viel zu klein ist für den Rolls-Roller. Für das so zu applizieren. Gib mir mal bitte noch ein Stück Trägerfolie. Sag mal, ich hab so ein Ding noch nie gesehen. Seit wann hast du einen Rolls-Roller? Seit 2 Jahren haben wir den jetzt. Das ist ja geil. Hatte ich mir schon immer zu Weihnachten gewünscht, aber das Christkind hat es nie mitgebracht. Und dann hat deine Mama hat gesagt, hier, komm, Weihnachten. Kriegst einen Rolls-Roller hier zum Geburtstag. Sehr cool. Ja, er kommt aus Riegelsberg. Das heißt, das Ganze wird angelegt. Normalerweise könnte man jetzt auch hier noch ein Sprühfilm drauf machen, das wird auch schon mal gemacht, oder? Ja, doch, durchaus. Genau. Also hier ist es jetzt Trockenapplikation über den Tisch. Mhm. Und es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man Folie auf Untergründe bekommt. Kommt auch immer auf den Untergrund an. Ja, ich sehe auch einer, es ist vollkommen blasenfrei gerade. Aber da gibt es Tricks, wie man die wieder rausbekommt. Denn die meisten Folien, die haben eine ganz kleine Perforation mit drin, so eine Art Mikroperforation. Genau, ja, Luftkanäle halt. Luftkanäle, das kannst du einfach rausrakeln anschließend. Genau, ja, im Prinzip schon, ja. Also da bleiben auch keine Luftbläschen oder Krümelchen übrig. Ich meine, das da war jetzt eine ganz normale glatte Folie. Die wird von uns meistens nass übertragen. Allerdings, wie gesagt, geht es auch trocken und wenn man da Luftkanäle hat, das ist dann die wertigere Folie, da kann man halt durch Rakeln ganz einfach die Luftbläschen wieder. Ansonsten gibt's da 5000 Tricks, die habt ihr natürlich alle drauf. Wir haben ja bei euch auch die Firmenfahrzeuge beschriften lassen, das habt ihr hinbekommen. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich hätte gerne eine Lackschutzfolie erstmal drunter, muss man nicht machen, aber kann man machen. Das da vorne ist der Schneidplotter, können wir da vorne Nein, oder das wo? Das ist der Drucker. Das ist der Drucker.
Genau. Okay, das heißt, ihr könnt also auch solche Sachen machen, wie zum Beispiel jetzt ein Döner auf mein Auto. Das würde gehen. Das würde gehen. Sollen wir es gerade machen? Nee, bitte nicht. Ich habe. Ich hätte ein schönes Bild. Bitte keinen Döner. Aber ihr habt witzigerweise viele, viele Dönergeschäfte. Richtig, genau. Das ist interessant. Also ich glaube, hier bei euch in der Region hat jeder Döner entweder die Prospekte oder die Schilder von euch. Wir haben auch viele Döner auf dem Regelsberg. Okay. Die wollen wir mal zeigen. So, das ist ein Drucker. Das heißt, das Ding, das kann zum Beispiel jetzt auf einer Folie direkt drucken. Ist das lichtecht? Das ist sehr lichtecht. Nicht für die Ewigkeit, aber sagen wir mal so zwischen 8 und 10 Jahre schon farbstabil. 8 bis 10 Jahre. Je nachdem, wie es in der Sonne hängt. In der Sahara flach liegt oder am Nordkap. Senkrecht ist das ein gravierender Unterschied. So, dieser Schneideplotter, ist der hier im Haus bei euch? Der steht direkt daneben. Der da ist es. So, genau. Ist das ein Schleppmesser? Das ist ein Schleppmesser, ja. So, kleines bisschen, wir haben die ja mal ausgebildet, die Mediengestalter. Nicht, dass wir es nicht unbedingt mehr machen wollten, aber wir bilden im Moment nicht mehr aus. Aber da werden diese Folien ausgeplottet. Da gibt es ein Programm zu. Die ganze Technik gibt es schon ewig. Ich glaube, seitdem es Computer gibt, gibt es auch irgendwelche Schleppmesser, die plotten. Das kann gut sein, ja. Genau. So, und all das mache ich dann. Das heißt, ich plotte das aus. Und wenn das ausgeplottet ist, dann kommt das ja nicht so schön ausgehoben wie hier. Sondern man muss das Ganze noch ausheben, muss es bearbeiten. Kriegt man das auf die Kette, wenn man zum Beispiel nur Mediengestalter Print Digital ist? Ja, sicher. Also ich meine, man hat schon mal bestimmt einen Stift in der Hand gehabt und so ähnlich sind die Werkzeuge halt auch. Ne? Also wie beim Zahnarzt kann man sich vorstellen, ein kleiner Haken. Warte mal, ich zeig's dir, hier vorne liegt noch ein bisschen mehr. Das sind so entsprechende Muster mit drin. So, das heißt, ich hebe die dann aus, mach die fertig, mach die Entwürfe selber, appliziere noch selber. Das heißt, im nächsten Schritt, kann man da auch zusammenarbeiten mit dir oder werde ich ins kalte Wasser geschmissen? Nee, um Gottes Willen. Also wir arbeiten hier eng miteinander und dementsprechend weiß auch jeder, was der andere macht. So, jetzt bist du ja, du bist Mediengestalter Print Digital. So, du hättest ja auch zu einer riesen Agentur gehen können, die zum Beispiel irgendwelche Lebensmittelprospekte setzt. Du kennst die Agentur. Die kennst du. Genau. Du könntest den ganzen Tag irgendwelche Fleischkäse wegbrötchen auf Prospekte applizieren. Das war dir aber zu wenig. Das ist mir zu wenig, genau. Also hier ist man, wie schon mal erwähnt, im Prinzip ja für seine Arbeit, die man macht, verantwortlich. Also wenn man da Folie auf dem Tisch hat, 2 Meter auf 1 Meter oder so, und dann ist man auch dafür verantwortlich, dass sie nachher sauber und korrekt ordentlich ausgehoben wird, dass sie sauber appliziert wird und im Endeffekt nachher sauber auf dem Auto landet und der Kunde nachher zufrieden ist und ja, sein Geld bezahlt. So, ihr habt speziell hier ein Übungsauto. Ich zeige es mal gerade. Da darf man auch direkt wahrscheinlich mit einem Cuttermesser auf den Lack schneiden. Ja, sowieso. Also das machen wir nur. So, also das heißt, die ganzen Fehler muss ich auch nicht selber machen, sondern die habt ihr alle schon gemacht. Und es wird einem gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und dann kommen anschließend tolle Sachen bei raus. Währenddessen haben wir immer wieder Sachen eingeblendet. Ja, das haben wir so verabredet. Du schickst mir ganz viele Fotos. Ihr habt wirklich hunderte von, wenn nicht tausende von Sachen schon ausgehoben, geplottet, getan. Und das Ganze erwartet jetzt, ich sag mal, Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, männlich, weiblich, divers, die in Vollzeit hier arbeiten soll. Genau. Am besten. Am besten. Montags bis freitags in Vollzeit, von morgens um 8 bis mittags um 4. Mhm. Halbe Stunde, Stunde Pause dazwischen. Okay, das heißt, ich komme hier raus 4:30 oder so? So circa, je nachdem. So, du bist unglaublich familienfreundlich. Genau. Sag ja. Ja. Okay, sehr schön, denn das hier ist ja auch ein Familienbetrieb. Also wenn du, hast du schon Kinder eigentlich? Nee, ich habe noch keine Kinder. Vielleicht wird es ja noch. Ja, dann irgendwie kommt, wenn du dann ein Kind hast, das musst du ja zur Schule bringen oder so irgendwas und so weiter und so fort. Ja, wenn das jetzt einer sieht und sagt, ja, aber ich muss unbedingt immer um 13 Uhr die mal kurz abholen, die Tochter. Da sind wir eigentlich flexibel. Also wir können Gleitzeit anbieten, flexible Arbeitszeit, kommen und gehen. Mal einen halben Tag frei oder mal vielleicht dafür einen Samstag kommen. Also können wir sehr flexibel reagieren. Ich glaube, das ganz Starke, was er mir eben sagen wollte, ja, der Hendrik, ist, dass die Leute selbstständig arbeiten sollen. Das heißt also, nach einer Zeit, man kriegt eine Anweisung, da ist niemand daneben, der einem jeden Schritt einzeln sagt, sondern derjenige sollte von praktisch A bis Z irgendwann mal dann die Arbeit komplett selbstständig durchführen. Das wäre dir am liebsten, oder? Genau, weil wir können hier nicht alles überwachen und als kleiner Laden muss jeder so ein bisschen selbstständig mitarbeiten. Ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten schauen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel Mediengestalter bin, Print Digital, und es ist mal nichts, was ich ausplotten muss im Moment gerade, ja, was könnte ich denn noch machen?
Hier könntest du noch an diversen digitalen Druckmaschinen arbeiten, das wäre möglich. Oder sogar vielleicht am Rechner Autos gestalten, Autos entwerfen. Das würde auch gehen. So, die Gestaltung könnte ich mal. Das heißt, ich habe den ganzen Wertschöpfungsprozess unter meiner Fuchtel, wenn ich das will. Also wenn der Kunde zum Beispiel herkommt, den könnte ich auch beraten, was da drauf kommt. Was fährst du für ein Auto? Du mit so einer Kappe, warte mal, du hast ein Audi? Ja, ich habe ein Audi, genau. Okay, hatte ich jetzt auch gesagt, ein Audi A4. Ein RS4, komm. Ein RS4? Ja, genau. Abdrücker, so ja. Ist es. Das heißt, du könntest jetzt auch Leuten zum Beispiel entsprechende Entwürfe machen, was sie auf ihren RS4 machen können? Ja, sicher, sicher. Okay. Mit Mockups und so weiter, was genau. Man so kennt. Also komplettes Gestaltungsprozedere, wie man das so kennt aus der Mediengestaltung. Hast du echt ein RS4? Ja, doch. Okay. Man muss sagen, hier wird sehr gut bezahlt, wie ich merke. So, über das Thema Bezahlung. Wir machen es jetzt mal ganz locker. Also wenn das jemand sieht, der ist zum Beispiel Mediengestalter, Print Digital, der könnte aber auch, könnte auch Bild und Ton sein und hat natürlich die entsprechende Erfahrung mit den Programmen. Mit was wird denn hier gearbeitet? Mit welchen Programmen arbeitet ihr im Moment? Also wir haben die komplette Cloud, die Adobe Cloud, also InDesign, Illustrator, Photoshop, wie man es so kennt. Acrobat ist auch einer unserer besten Freunde zur Kontrolle der Daten, die der Kunde zum Beispiel liefert. Und ja, also das ist eigentlich so mehr oder weniger der ganze Zauber. Wir haben noch ein paar Programme für den Plotter und den Drucker zu bedienen, aber das ist auch kein Meisterwerk. Also wer mit InDesign und Photoshop umgehen kann, der kann das andere mit Links aus dem FF. Überfüllung, sagt dir das was von der Farbe? Ja, die Farbüberfüllung. Was ist denn das? wenn die Farbe überfüllt wird. Nee, wenn Zusatzfarbauftrag auf... Wenn es so viel ist, das Papier reißt. Genau, wenn es so viel ist, das Papier reißt. Ja, wir haben ja selbst eine Agentur. Also insofern, wir haben ja, ich sag nur, wenn das jetzt einer sieht, also wir haben ja am Anfang ein bisschen lustig angefangen, aber das Geile hier ist, glaube ich, das Allround. Also es wird einem nicht langweilig. Es wird nie langweilig hier bei uns. Ganz sicher. Ganz sicher, garantiert. Gut, also wenn ihr zurzeit einen Job seid und irgendwelche Fleischkäse weg auf Hochglanz projiziert und das hier seht, ihr kommt raus bei Wind und Wetter, so ist es halt manchmal, wenn, ich sag mal, der Montagetag da ist und die Sicherheit lässt es zu, dann wird auch schon mal montiert, das ist das Schöne. Ich kann eigentlich das ganze Ergebnis von A bis Z sehen, sollte ich eine Bohrmaschine auch halten können? Wäre von Vorteil, wenn man ein Schild festmacht an einer Hauswand. Und auch das kriege ich alles gezeigt und so weiter und so fort. Ein Führerschein wäre auch gut. Ja? Führerschein wäre schon zwingend erforderlich. So, und wenn ich das jetzt sehe, Riegelsberg, wo liegt denn das? Ich mein, gut, oder ist das schwer, wenn jemand nicht weiß, wo Riegelsberg ist? Aber ich sag mal, das liegt in der Nähe von Saarbrücken, also morgens ein bisschen länger wie abends. Direkt der Nachbarort zu Saarbrücken. Zu Saarbrücken, also ungefähr 15 Minuten von Saarbrücken, fährt sogar eine Saarbahn hin. Aber man sollte schon mobil sein. Du wohnst wahrscheinlich jetzt auch in Riegelsberg, oder? Nee, ich wohne in Ensdorf. Ensdorf, so bis nach Ensdorf, hier sind auch 15 Minuten. Ja, 20. 20 Minuten, mit deinem RS4, 15. Deswegen hat er den, weil er so weit weg wohnt. So, ich gucke mal auf die Uhr, 25. September 2023. Ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Wenn ich was sagen würde von Rainer, würde ich sagen, er ist sehr zuverlässig. Also das muss man ihm schon nachsagen. Und zuverlässig sagt, wenn er was sagt, dann ist das so. Das ist so. Und ich glaube, das ist so eine Eigenschaft. Hier wird nicht lange rumgeredet, sondern ihr versucht wirklich, die Sachen zu erfüllen. Das ist vielleicht ganz wichtig. Das Thema ist auch Wertschätzung, also gegenseitige Wertschätzung, glaube ich, ein Megathema, dass man also hier zwar, ich meine, ihr seid jetzt nicht unbedingt dazu verdammt, jeden Abend mal ein Bier trinken zu gehen, aber das Ganze, der eine kann sich so ein bisschen auf den anderen verlassen, oder? Ja, das ist unabdingbar. Also wir müssen auf jeden Fall, der eine verlässt sich auf den anderen und wenn der eine nicht kann, springt der andere ein. Ne, und ja, dementsprechend arbeitet man gut zusammen. Sag mal, wenn ich jetzt Handwerker bin, sehe das hier, kenne mich ein bisschen aus mit dem Programm, das würde auch gehen, oder? Das heißt, ich bin zum Beispiel Allrounder, oder ist das schwierig? Gut, ich sag mal, man kann, in dem Fall könnten wir es hier aufteilen, dass halt viele digitale Arbeit, die der Handwerker jetzt vielleicht nicht könnte, über mich läuft, weil ich bin ja auch Mediengestalter, dementsprechend kann ich ja alles vorbereiten. Und der handwerkliche Part liegt ja dem Handwerker quasi in also der Hand. Also hier das Folien ausheben und so, das ist ja, das könnte auch jetzt ein Handwerker machen. Oder ja, das könnte jemand, der wirklich begabt ist, der könnte das auch machen. Also ein Allrounder, der, ich sag mal, zu Hause ein Haus bauen kann, der kann auch bei dir Schilder machen. Genau, genau. Okay, ich will nur so ein bisschen nicht, dass die Leute sagen, Mediengestalter, Printige, habe ich aber gerade jetzt nicht gelernt, ja. Aber ich kann zum Beispiel sehr, sehr gut ein Bad renovieren, komplett mit allem drum und dran, kann zum Beispiel einen Laser aufstellen, kann die Zeichnungen entwickeln dafür und so weiter. Dann wäre das. Nur Voraussetzungen dafür. Dann wäre das doch gar kein schlechter Kandidat, oder? Ja. Gut, unsere Branche ist eigentlich geprägt von Quereinsteigern, weil so klassisch den Lehrberuf gibt es nicht. Ne? Erst recht nicht in Kombination mit den Digitalmaschinen. Und dem ganz großen Gerät da in Schwarz?
dem Heidelberger Tiegel. Ja. Den muss man nicht bedienen können. Bei Interesse kann ich das natürlich auch gerne zeigen. So, ich habe noch eine Frage, wenn du mal kurz mitkommst. Warum ist das Schild hier abstehend von hier oben? Hat das irgendeinen Grund? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die könnten das Schild ja auch direkt auf die Maschine machen. Ein früherer Sicherheitsschutz, dass man quasi nicht mit dem Kopf in die Greifer reingreift. Ach so, das wäre ja unangenehm. Genau, wenn ich jetzt, wenn du mal ein Stück weiter gehst. Mhm. Weil ich habe mich immer gefragt, warum die da so hochstehen. Ob das so ein Design... Ach so, den kannst du wegklappen. Die Maschine gesperrt und jetzt kuppelt die nicht ein. Okay, damit man mit dem Kopf nicht reinkommt. Und wenn er denn... Es geht über Luft, wird angesaugt. Alles klar, verstanden. Sicherheit geht vor. Gut, so. Darf ich hier auch mal Urlaubswünsche anmelden in dieser Firma? Oder ist das eher so, dass schon praktisch montags bis sonntags... Nee, also wie gesagt, dadurch, dass wir so eng miteinander zusammenarbeiten, ist jeder auf dem aktuellen Stand und da kann auch... jeder seinen Urlaub planen, familienfreundlich, wie das im besten Fall so funktioniert. Ne? So, sehr schön. Ja, wenn ich mich bewerben möchte, Druckerei Huwig, das Ganze kann man googeln. Ihr seid auch extrem digital unterwegs, tolle Firma aus Riegelsberg. Ortsausgang Riegelsberg, eher so praktisch Richtung Kaufland, weil ist ja ein Riesendorf, eine Riesenstadt. Ja, sehr langgezogen. Wir sind so am Ende oder am Anfang von Riegelsberg. Richtung Heuswaller. Genau. So, dann vielen Dank fürs Einschalten. Einfach draufgehen. Das Beste ist, man ruft an. Ich glaube, es wäre auch das Einfachste, einfach mal durchrufen oder eine Mail schreiben. Ihr müsst aber keine große Bewerbung formulieren. Ihr müsst nur sagen, ich habe das Video gesehen, käme für mich in Frage und dann am besten mal telefonieren. Weil man kann auch eine riesen Bewerbung reinschreiben. Man kann dann auch, aber ist ja heute so, dass man miteinander spricht. Ich meine, wir haben ja so ein bisschen gezeigt, was zu tun ist mit allen drum und dran. Ab wann wäre das? Das wäre im Prinzip ab sofort möglich. Ab sofort möglich. Wenn ich noch eine Kündigungsfrist habe, muss noch 3 Monate warten. Dann müssen wir uns da arrangieren. Gut, sehr schön. Hast gemerkt, wie unglaublich flexibel der Rainer heute war bei dem Jobvideo? Ja. So ist es. Druckerei Huwig, heute am 25. September 2023. Gesucht wird eine Multifunktionskraft für das Erstellen von Schildern und das Beschriften von Fahrzeugen. Männlich, weiblich, divers. Ab sofort mit unglaublich tollem Gehalt, ja, aber das gilt zu klären direkt mit Rainer. Und unglaublich viel Urlaub, auch das gilt zu klären mit Rainer. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.